Hallo da draußen und willkommen zu diesem kleinen Infovideo hier zu meinem Arma 3 Excel Server. Schön, dass ihr erstmal reingeklickt habt und wie wahrscheinlich viele mitbekommen haben oder einige, die jetzt hier auf meinem Kanal angeschwemmt wurden, spielt ja Pete mit hier auf meinem Server. Ich möchte dieses Video dazu nutzen, um erstmal alle Neuankömmlinge zu begrüßen und ein paar Sachen euch zu erklären. Dann am Ende vom Video auch nochmal ein bisschen was zum Server, wie es sich hier weiterentwickeln wird, weil doch dann recht viele Spieler, denke ich mal, dazukommen werden. Wir sitzen hier in Pyrgos und ihr seht selbst, diese ganzen wunderbaren Holzkästchen, die ihr da seht, sind alles Basen. Ja, da vorne, da drüben, da, ich sitze auf einer, hier drüben auf dem Berg, da drüben auf dem Berg. Also hier geht mal richtig ordentlich die Post ab, ja? Also hier in dem ganzen Radius würde ich sagen, haben wir locker 10, 12 Bases oder sowas. Und wer hier als Neuankömmling ankommt, wird es ein bisschen schwierig haben. Deswegen meine Bitte, Leute, spawnt erstmal nicht direkt in Pyrgos. Da werdet ihr abgeknallt, die Military Base ist definitiv nur PvP-Gebiet, Abstand zu halten, wenn ihr hier neu loslegt. Ich möchte mich auch nochmal ganz persönlich bedanken, danke an Peter und Domi ganz besonders, der Pete mit hier dazu gebracht hat, bei mir zu zocken, freut mich riesig. Und herzlich willkommen auch an die ganzen Zuschauer von Pete Smith, die jetzt hier dazugekommen sind. Cool, dass ihr da seid. Da hinten ist noch eine Base. Verrückt. Es gibt ein paar Regeln und zwar sind die ganz wichtig. Ich mache mal kurz mein XM8 an. Und hier bei Serverinfo findet ihr ein paar Informationen. Willkommen auf dem Server von Ralfinger P, das bin ich. Regeln Trollen der Mitspieler ist verboten. Das bedeutet alles, was irgendwie mit Beleidigung zu tun hat oder im Weg stellen oder Leute rammen oder irgendwie halt alles, was ein bisschen kacke ist, wo die Admins keinen Bock drauf haben, ist verboten. Ich würde mal sagen, das ist gesunder Menschenverstand, aber steht da. Und Fahrzeugdiebstahl beim Verkauf von Fahrzeugen am Händler ist verboten. Es gibt Safe Zones. In diesen Safe Zones ist es verboten, Fahrzeuge anderer Spieler zu klauen. Wenn das Ganze dokumentiert wird, das heißt, ihr dabei erwischt werdet und es hat jemand aufgenommen, werdet ihr vom Server gebannt, ohne irgendwas. Ja, es gibt dagegen keine Möglichkeit vorzugehen, ihr fliegt einfach raus, ja. Unser Server lief bisher super, muss ich sagen. Wir haben ja auch über 150 aktive Basen gerade auf der Map und deswegen können wir uns gerade das noch ein bisschen aussuchen, wer spielt. Also benehmt euch bitte, ja. Meine große Bitte, übertreibt's nicht. Glitchen in Bases, Hacken, was auch immer, ist, da gibt es überhaupt keine Diskussion, da werdet ihr einfach sofort gebannt und ihr kriegt noch nicht mal die Chance, hier weiter zu spielen. Also bitte, bitte denkt dran, spielt fair und sauber, weil alles andere können wir nicht leiden. Zusätzlich zu den Informationen, die ich euch gerade gegeben habe, suche ich noch weiterhin Leute, die sich mit Arma 3 Skripten auskennen. Ihr müsst mindestens 20 sein, ja, nicht C18 oder so, mindestens 20. Ihr braucht Erfahrung, ihr müsst einen Background haben von anderen Servern, ihr müsst mir zeigen können, was ihr gemacht habt und ihr müsstet mir auch ein paar Sachen erklären können, wenn ich euch Fragen stelle, solltet ihr die richtige Antwort drauf haben. Das heißt, ihr braucht Erfahrung mit SQL, ganz besonders eben für Arma, PBOs allgemein, wie man sie editiert, Battle-Eye-Filter anpassen, eine ganz wichtige Sache bei mir. Und ihr solltet vielleicht Erfahrung mit Infis damit bringen, weil das ist, was wir hier benutzen. Ansonsten gibt es nicht viel zum Server selbst zu sagen. Exile sollte bekannt sein. Wer jetzt nicht weiß, wie es geht, schaut bitte die Tutorials an, die ich gemacht habe hier auf meinem Kanal. Link zur Playlist auch in der Videobeschreibung. Nur damit ihr ein bisschen rausbekommt, Mensch, was ist denn Exile, Ralf? Arma 3 ist ja geil. Wie funktioniert das? Schaut euch bitte die Videos an. Damit wird euch sehr geholfen. Die sind kurz, knackig und recht einfach zu verstehen. Es wird auch bald ein Update geben. Dazu komme ich jetzt. Wir werden hier mal kurz ein bisschen auf der Base rummarschieren. Wow, ich hoffe, ich falle nicht runter. Wow, alles klar. Fragt mich nicht, wie ich hier hochgekommen bin. Ich bin Admin, ich kann sowas. Das nächste Update steht vor der Tür. Und zwar ist es wieder mal ein fettes Update von Exile selbst. Und dieses Update könnte, ich sag mal könnte, mit einem kompletten Server-Vibe wieder zusammenhängen. Das liegt daran, dass es so viele Neuerungen gibt, die so prägnant sind, was Spielveränderungen angeht, dass man eben in Erwägung zählen muss, was wir aber mit den Admins noch klären müssen, ob es einen kompletten Server-Vibe gibt. Wir haben schon mal einen Vibe hinter uns, dieser Vibe hat aber dem Server absolut geholfen. Man muss wirklich sagen, dass jeder, der hier gespielt hat, wir waren so traurig, wir hatten 6 Wochen Gameplay auf dem Server, einige Bases genauso wie hier, die Hütte war gerammelt voll, aber wir haben trotzdem den Server-Vibe überlebt und ihr seht selbst, was hier wieder passiert ist. Natürlich stecken hier schon hunderte von Stunden drin und ich möchte das auch gar nicht irgendwie kleinreden und ich verstehe auch absolut eure, ja wie soll ich sagen, euren Ärger, falls es einen Server-Vibe geben sollte, aber aus admin-technischer Sicht und Serverleistung habe ich fast keine andere Wahl. Ich bitte euch, nehmt das noch nicht für voll. Es ist noch eine Woche Zeit, bis das nächste Update rauskommt. Ich werde mich ganz klar mit Eiche mal kurz schließen. Mit dem habe ich mich schon öfters unterhalten in letzter Zeit, wie es denn hier weitergeht. Und wir möchten aber weiterhin Vanilla bleiben. Wenn die Möglichkeit besteht, werden wir vielleicht zukünftig auch AI-Missionen hinzufügen. Dann immer nur eine aktive und mal gucken. Dafür brauche ich dann aber wieder euch da draußen. Also falls ihr fähig seid, fähige Skripte seid,
dann checkt die Lage mal aus. Das war's zu meinem Infovideo. Ich hoffe, ihr habt weiterhin viel Spaß hier auf dem Server. Guckt auch meine Exile-Videos. Wir hatten 2 Base Raids, einmal gegen 186, einen Livestreamer, ein guter Freund von mir. Und dann hatten wir noch den Base Raid, der auch gerade aktiv bei mir hochgeladen wird, gegen die Seahawks. Das war ein bisschen Action, aber oh, warte mal, hat gerade jemand das gesagt hier unter mir? Nein, okay, nicht, dass die denken, ich, ja gut. Ja, sehr geil, schaut es euch an. Ansonsten gibt es auf meinem Kanal noch andere coole Videos, die werdet ihr einfach abchecken können. Dann erstmal vielen herzlichen Dank fürs Reingucken. Ich wünsche noch dem Piz hier viel Spaß auf dem Server. Und ja, lasst die Waffen sprechen. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Reingucken. Ich checke erst noch ein bisschen die Umgebung aus. Und dann bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.